Hallo, liebe Leute, und herzlich willkommen zurück zu einer Runde Grow, wo wir jetzt hier einen Samen pflanzen. Und ich glaube, ich möchte echt gleich beide Samen pflanzen. Machen wir erstmal den. Oha. Krass, krass. Aber Minka, ruh dich nicht aus. Wir ballern gleich den nächsten Samen hier hin. Das können wir doch, oder? Gehen einfach hier hin. Und machen das Erlebnis gleich nochmal. Das sieht mir so ein bisschen so aus wie die Welt, die wir gerade eigentlich hatten, oder? Sehr ähnlich zumindest. Obwohl hier sehr trostlose Musik. Aber ich meinte das mit diesem Gebäude da drüben. Ist das? Mit diesen Bauten, viel besser gesagt. Das sieht so aus wie das, was wir gerade auf der anderen Insel hatten. Aber ich habe auch gelesen, dass wenn man keine reinen Samen hat, dass es auch sowas wie Hybridinseln gibt. Denn normalerweise kriegt man ja keine reinen Samen, außer man hat das Rezept dafür. Und die Rezepte finden wir ja... Guckt mal, wie süß, hier ist ein kleiner Sonnenschirm. Die Rezepte findet man ja normalerweise... irgendwo unterwegs in Höhlen und sowas alles. Und ich glaube, wir haben auch schon eins. Eine Sandburg. Süß. Ich glaube, wir haben auch schon eins gefunden irgendwo. Aber kann auf der anderen Seite irgendwie doch nicht sein? Weil warum haben wir die Insel dann nicht mit dem perfekten Rezept gebaut? Oder hatten wir ein perfektes Rezept bekommen für eine... Sache, die wir zu dem Zeitpunkt noch nicht machen konnten, weil uns einfach die Ressourcen, also die Essenzen dafür fehlten. Das kann natürlich auch sein. Ich erinnere mich nicht mehr. Ich erinnere mich nur, dass ich, also glaube mich zu erinnern, dass wir schon mal sowas hatten. Dem Wind und schon und so schon sehr unfreundlich, ne? Ich bin gespannt, ob das auch so bleiben wird. Oder ob die Wüstengegend anders wird, wenn hier so... Also gibt es überhaupt Pflanzen? Bleibt es eine Wüste? Wird es einfach eine freundlichere Wüste? Was wird hier draus? Wisst ihr, wie ich meine? Weil ich kann ja hier Sachen pflanzen. Oh, das kann ich anscheinend... Auch wegdonnern. Okay. Ach, da kann ich was drauf anbauen. Okay. Konnte ich denn das Gras da hinten übersehen? Hier sind ja irgendwie gar keine Tiere, ne? Sonst fahren immer so Käfer und rumschreiende andere Tierchen und so, aber hier ist irgendwie gar nichts. Oder die kommen erst mit der Sache, dass ich hier Sachen anpflanze. Hier diesen Tempel meine ich, wisst ihr? Okay, kann ich was machen? Dahin?
Was macht das hier eigentlich? Oh, setzt sie wieder zurück. Hervorragend. Ja, so viel zu... Naja, egal. So. Kiste! Ihr lieben Kisten. Okay, dann... Ich glaube nicht, dass wir beide Inseln heute noch schaffen. Auch wenn das, was hier zu tun ist, aktuell ja noch recht wenig ist. Aber wenn ich jetzt hier überall das reinmache und dann muss ich nochmal eine Runde ziehen, um das Ganze zu gießen, na, es wird eng, wird echt eng. Wäre halt doch niedlich, wenn man hier irgendwie sein Zelt aufschlagen könnte. Man könnte über Nacht bleiben oder irgendwie sowas. Ich meine, es ist ja kein großes Ding, mit Winkern nach Hause zu fliegen, am nächsten Tag wieder zurückzufliegen. Aber... Ja, sie wollten wahrscheinlich ein Limit setzen, was man pro Tag tun kann. Damit man das Spiel nicht zu schnell durchspielt, weil stellt euch mal vor, wir könnten halt immer bis Ultimo alles bauen und machen und so weiter. Irgendeine Begrenzung mussten sie ja quasi schaffen. Ich guck die ganze Zeit, ob ich da irgendwie hochkomme. Aber ich glaube nicht. Heute ist übrigens der 19.05. Je nachdem, wann ihr das halt wieder schaut und so weiter. In den letzten Folgen habe ich euch erzählt, dass wir gestern beim Haus waren und das Wohnzimmer tapeziert haben. Ein kleiner Schritt für irgendjemanden, aber ein großer für uns halt, ne? Hier steckt schon was. Da auch. Das war sehr cool und sehr schön, weil halt noch mehr... Ich meine, einige Räume haben jetzt ja schon Gestalt angenommen, aber es ist halt jetzt noch mehr gewesen. Und es fehlt jetzt bloß noch der untere Flur, ein Teil des oberen Flurs, die Treppe und das Sportzimmer und natürlich halt alles einzuräumen und so weiter, ne? Ne? Kleine knubbelige Kakteen, süß. Ja, macht ja auch Sinn, dass in der Wüste Kakteen dann wachsen, ne? Und keine Bäume. Vielleicht gibt es dann so Sandwürmer oder irgendwie was. Das hier bei Day of the Tentacle hier. Schwammartig. Okay, da haben wir schon mal neue Essenzart bekommen. Das ist, glaube ich, das, was bei dem Guide, den ich gesehen habe. Ich glaube, ich weiß nicht, ob es maschinell übersetzt war. Es gibt ja so manche Webseiten, die die Einstellung haben, wenn ein Besucher aus Deutschland kommt, dann übersetzt es halt mit der schlechtmöglichsten Version von dem Google Translator. Dafür war es aber teilweise zu gut übersetzt. Hm, ich bin mir nicht ganz sicher. Du bist hier süß. Wenn die Welt dann wirklich so lila wird, ist bestimmt auch eine süße Sache. Hier habe ich bis jetzt keine Höhle entdeckt, aber weiter so Lehrling, ja, ich bin dabei. Aber die Welt vergrößert sich ja immer noch. Deswegen die Höhle kann auch noch kommen.
Aber es, hier ist doch die Höhle, Alter. Vielleicht sollte man da noch mal reingehen, bevor die Nacht einbricht. Dankeschön. Ein Kampf gegen die Zeit. Und ein Wettrennen gegen die Zeit. Aber wir scheinen das Wettrennen zu gewinnen. Okay, sehr gut. Schade, dass wir das Eisding nicht mehr hinbekommen haben, aber dann schauen wir halt morgen da mal rein. Jetzt würde ich halt furchtbar gern noch in die Höhle reinlunzen. Wobei wir uns ein bisschen Eis angucken. Oh Gott, ich dachte, ich gehe schon wieder raus. Ein bisschen Eis angucken könnten. Oha, schaut mal. Erstmal gucken, ob hier irgendwo Kisten versteckt sind. Unversteckt, aber hier sind auch noch welche. Sehr schön. Kleine Ernährungsverstärkung. Da muss ich mich demnächst jetzt auch mal dann drum bemühen zu gucken, wer wollte denn verbessert werden und dass die die Verbesserung halt auch wirklich bekommen. Und wo es halt am sinnvollsten auch für die Boni und so ist. Habe ich jetzt alle? Die zwei linken, die drei rechten? Ja, habe ich. Gut, dann gib mal den Hammer. Denn du sollst dahin. Du anscheinend dahin. So. Und so. So. Was kriege ich? Noch eine Kiste. Sehr schön. Mit einem Fischerhut. Wie zaubernd. Aber da unten komme ich nicht hin. Da werde ich wahrscheinlich dann noch sterben, wenn ich hingehe. Gut. Höhle Nummer 1 erkundet. Dann würde ich sagen, Minka, lass uns vielleicht nochmal versuchen, so einen kleinen Pups hier zu verbringen. Und wenn es nur ist, dass wir vielleicht ein paar Sachen zerdämmeln. Ein paar Blümchen rausreißen oder so. Ist aber auch unangenehm windig. Oder ist es am Anfang immer so? Sehr schön. Lohnt sich doch, bei den Festivals diese Dinger zu kaufen. Danke, 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 danke. Was habe ich drüben jetzt aber gar nicht gesehen, oder? Aber wahrscheinlich, weil dort sowieso schon dieses andere Ding gewesen ist. Dachten sie, ich brauche mal nicht zwei fette Kistenmodule. Schaut mal die Majora, die wir bekommen haben. Da können wir vielleicht doch noch ein Haus bauen, wenn wir nach Hause kommen. Was ist das? Rockenfrostig, okay. Und da welche einziehen lassen. Das wäre, finde ich, optimal. Mal gleich in die Höhle gehen.
Oder es echt aufsparen. Können ja gleich gehen. So. Dann haben wir die Neugier schon mal gestillt. Okay. Hier geht's oben lang. Da können wir noch ein bisschen Erz holen. Gemacht mit dem Eindreschen. Ist auch ein neues Element sozusagen. Das hat man ja noch gar nicht. Was ist hier? Ah ja. Wenn da noch Majora rauskommt, müssen wir alles wegsammeln. Okay, da oben war ich jetzt schon. Da habe ich... Habe eigentlich angenommen, es ist ein Immerling, aber... Ne? Ne? Das Ding sieht auch praktisch aus. Brauchen wir doch bestimmt. Müssen wir auch gleich noch angeln. Wir angeln zuerst. Und jetzt gerade so viele Sachen. Zu mir. Ein Geheimmenü, okay. Müssen wir sowieso wahrscheinlich für die O-Kiste. Klimpert es auch schon wieder dahinter. Ich sehe nicht ganz wo. Zückt die Angel. Müssen wir gleich mal gucken, wie viele Fische wir hier fangen sollen. Draußen gibt es ja nicht wirklich welche. Beiß an. Sieht ja eigentlich eigenartig aus. Wie ein Zwischending. Wieso kann ich den nicht in meine Tasche stecken? Jetzt geht's. Hm. Keine Ahnung. Hier wollte ich gerade gucken. Fische 0 von 6. Also gilt der gar nicht hier drin. Okay. Macht es nochmal ein bisschen eigenartiger. Ich glaube, da ist noch ein Bubbler drin. Bubbler. Vielleicht auch mehr. Der eine sah nur so von seiner Gestalt her aus, als wäre das nochmal.
Ja, nee, rechts sieht so ein bisschen wie so ein Froschi-Ding aus, ne? Okay. Ich glaube, wenn wir den Fisch schon hatten, kam ja keine Namensbeschreibung mehr dazu, ne? Ja, den hat man offensichtlich schon. Ich glaube, es ist nur noch dieser eine drin, oder? Ne, da ist noch einer. Die haben aber irgendwie unterschiedliche Färbungen, oder? Das sieht durch das Wasser nur so komisch aus. Und da hinten am Felsen spritzt es auch noch. Also da scheint jemand vielleicht in den Fels reingebackt zu sein oder so. Guppi. Okay, es ist ein anderer, weil es ist auch die Färbung. Ich will euch aber also auch nicht antun, dass ich die ganze Folge hier... Kaputtes Wagenrad. Warum... ist das gut, also eine lilane gewesen? Ich bin verwirrt. Okay, gucken wir weiter. Ist es so blau? Das ist eine Kugel. Da muss irgendwas hingebracht werden. Eine grüne Kugel, also sie hier, ne? Okay. Ich mach das nur weg, weil es ein paar Majora gibt. Achso, das sind die Fische. Ich dachte, da kommt eine Zahl durch oder so. Oh. Entschuldigung. Ach, hat auch nicht geklappt. Das war zu weit. Fische kriegen die Herzinfarkte ihres Lebens. So, jetzt. Ich verstehe das nicht ganz mit dem Angelkram gerade. Ich habe gedacht, weil es lila ist, ist es ein episches Geschenk oder so. Wunderkissen. Hm? Doch generell das so viel Angel. Komm schon. So viele Angelstellen, wo Geschenke drin sind, jetzt hier vorkommen. Moma-Bohne. Okay. Dann können wir uns hier drin echt so viel Zeit lassen, wie wir Bock haben. Meeresauge. Mhm. Hier noch richtig? Ging das hier lang? So, eckige ins eckige. Brauchen wir noch einen runden und noch einen eckigen.
Einen der Kollegen habe ich ja erst einfach irgendwo random abgestellt. Weil ich gerne erst angeln wollte. Guck mal, hier sind nochmal ganz andere Fische drin. Können wir noch eine Stunde drin verbringen und haben immer noch nicht alles fertig. Apropos noch eine Stunde hier verbringen. Wir sind schon bei 25 Minuten. Ich würde deshalb sagen, lasst uns noch dieses Paket hier rausziehen. Mit der Hitschallplatte. Und dann kümmern wir uns in der nächsten Folge darum, dieses Ding mitzunehmen. Und dann müssen wir nochmal suchen, wo ich das andere Ding abgestellt habe. In der Zeit können wir dann auch zwischendurch Fischis angeln, weil das hier ist zum Beispiel auch irgendwie ein ganz neuer. Das kriegen wir aber alles noch hin. Liebe Leute, vielen Dank fürs Zuschauen und bis übermorgen zur nächsten Folge. Tschüss.